Wie soll man einem Muslim in ein paar Sätzen sagen, dass seine Religion falsch ist? Da gibt es so viele verschiedene Ansätze. Einer der besseren Ansätze ist sicherlich, pass mal auf, dein Koran bestätigt eben, was ich vorhin gerade gesagt habe. Dein Koran bestätigt die Inspiration der Bibel, die Bewahrung der Bibel, die Bestätigung der Bibel und auch die Autorität der Bibel. Und damit, wenn du behauptest, ja, aber die Bibel ist verfälscht, dann widersprichst du dem Koran. Das heißt, dein Koran ist falsch, dein Islam ist kaputt. Und wenn du sagst, nee, nee, ja, das stimmt schon, die Bibel ist schon richtig. Die Bibel widerspricht aber dem Koran so klar und dem Islam so klar. Das heißt, der Islam ist dann auch falsch. Egal wie, ob die Bibel verfälscht ist oder ob sie nicht verfälscht ist. Auf jeden Fall ist der Islam falsch, weil der Koran die Bibel bestätigt auf verschiedene Arten und Weisen und verschiedenen Ebenen. Das ist ein Punkt. Ein anderer ist, dass man sagen kann, hey, kannst du beweisen, dass Mohammed ein Prophet Allahs war? Entschuldigung, ja, beziehungsweise ein Prophet Gottes war. Ist ja Gott nie begegnet, er ist immer nur Jibril begegnet und also das kann man schon an sich nicht beweisen, dass da wirklich, ob das ja irgendwas mit Gott zu tun hatte, kann man nicht. Gibt es keinen Hinweis drauf. Nur Jibril hat immer behauptet, dass er Sachen von Allah bringt. Aber einen Beweis gibt es dafür nicht. Was anderes ist, Islam soll die Religion Abrahams sein. Dann frag, okay, wie ist denn der Name des Gottes Abrahams? Und dann, ja, kannst du zeigen, hier, guck mal, eigentlich steht in Exodus 3, Vers 15 und die umliegenden Verse, da steht eigentlich, was der ewige, für alle Generationen gültige Name Gottes ist. Und warum ist dieser Name deinem Propheten nicht bekannt gewesen? Riesending, Riesenproblem, weil es heißt, dass, wenn einer Prophezeiungen in einem anderen Namen bringt, dieser Prophet getötet werden soll. Laut Mose hätte Mohammed getötet werden sollen. Ganz einfach.